Und hiermit herzlich willkommen zurück zu Paper Mario 64. Meine Stimme ist ein bisschen angeschlagen. Man glaube ich schon in den letzten Parts herausgehört. Pollenallergie, Erkältung, Schnupfen, alles Mögliche. So, ich würde sagen, bevor wir mit Colorado reden, gehen wir erstmal zurück zu Omelette Tee, wie ich sie nenne, und gebe einmal das Kochbuch ab. Amor. Und irgendwie habe ich seit gestern Lust auf Octodad. Ich weiß auch nicht warum. Vielleicht kommt das auch irgendwann mal in der Zukunft. Oh meine Güte, dieses Buch da sieht aus wie ein Kochbuch. Ich könnte meine Repertoire mit Hilfe dieses Buches ganz gewaltig erweitern. Mario, wenn es dir recht ist, darf ich es haben? Na sicher doch. Oh, ich darf es haben? Oh, wie wunderbar. Mit Hilfe dieses Kochbuches kann ich zwei Zutaten gleichzeitig verwenden. So kann ich noch viel raffiniertere Gerichte für dich zaubern. Bitte bring mir verschiedene Zutaten, damit ich viele neue Rezepte ausprobieren kann. Machen wir. Irgendwann. Irgendwann in der Zukunft. Aber erstmal, was gibt's denn im Ordensshop? Macht es dir leichter, einem Angriff auszuweichen? Hat sich hier jetzt nicht gerade viel vertan. Vertan vor allem, getan. Aber nur aus Interesse halber, ich kann auch nicht mehr reden. Bleibt das Angebot immer gleich? Dachte, wenn ich einmal wechsle, dann da was Neues, wo mich eins kann. Nee, ich habe nicht die Kohle dazu. Kohle, 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 Kohle. Ich meine, es gab auch einmal Angriff Plus. Aber wir haben mittlerweile ja eh genug Angriff. Items sind wir auch noch, glaube ich, gut ausgestattet mit Superpilz, zwei Superpilze. Okay, Donnerzone könnte ich mal ablegen. Lagern. Dann mit alle Gegner. Dann können wir einmal einen Donnerzorn ablegen. Alle drei Ahornsirup. Das andere kann ich ja verschwenden. Jetzt habe ich eigentlich noch ein Lager. Habe ich vielleicht noch Pilze? Nicht wirklich. Ja, dann nehme ich tatsächlich mal Wackers Item mit. Ich glaube, ich muss noch mal in die Wüste ein paar Wackers hauen. Wacka, wacka, eowei. So, dann gehen wir jetzt aber wirklich mal zu Colorado. Du willst wissen, wer ich bin? Nun, altes Haus, ich bin niemand anderer als Colorado, der berühmte Abenteurer und Archäologe. Ich ziehe um die Welt. Und du bist Mario, stimmt's? Was machst du hier? Ich bin auf dem Weg nach Lava Lava Island in der Südsee, um ein diabolisches Geheimnis zu lüften. Es scheint, als wären dort antike Schätze in einer vulkanischen Höhle verborgen. Aber ich sitze ein wenig in der Tinte. Es gibt keine Möglichkeit, dorthin zu kommen. Denk nach, Colorado. Wie kann man das Meer überqueren? Vielleicht mit Hilfe dieses nicht auffälligen Wals? Hallo? Hallo? Mario, man schlägt keine Wale. Aber man springt drauf. Autsch, ja, was machst du denn da? Das ist nicht nett. Das in seine Augen? Der plascht ja voll. Oh, gütiger Himmel, ich habe mich schon gefragt, was das wohl sein mag. Sieht aus wie ein riesiger Thunfisch. Ich bin kein Thunfisch. Ich bin ein Wal. Und ich habe ein Problem. Es fühlt sich an, als würde jemand in meinem Bauch herumhüpfen. Aua, oh, hilft mir. Jabo, jabo. Ich würde sagen, dieser große Thunfisch leidet an Bauchschmerzen.
Mario, würdest du dem Fisch wohl mal kurz zur Hand gehen? Flosse gehen? Oh, ich hab doch gesagt, ich bin kein Thunfisch. Ich bin ja nicht mal ein Fisch. Und langsam bekomme ich Kopfschmerzen, wenn ihr weiter auf mir herumtrampelt. Könnt ihr wohl meinen Bauch untersuchen? Ich bitte euch. Beruto wartet da drin auf mich. Warte, nur aus Interesse halber. Au, meine Zunge, was machst du denn da? Über die Wissenschaft. Oh, wer da? Was hast du denn mit der Funzel vor? So. Lass dich raten, weil es so dunkel ist, kann ich dich doch nicht scannen, ne? Hey Freundchen, suchst du Ärger? Den kannst du haben. Ich bin ohnehin schon gefressen genug. Mach dich bereit für eine Tracht Prügel. Okay, bitteschön. Ja, Mist. Voll vermasselt. Powershock. Komm, setz mal doch mal Powershock. Drücke so schnell wie möglich. Okay. Drei Runden. Okay. Das müsste reichen. Immerhin macht mir 8 Schaden. So, Mario, bitte mach den Rest. Oh, das war's echt schon. Krass. Ich hab aber ordentlich Sternepunkte, das muss man schon lassen. Au! Mist, zuerst entkomme ich diesem blöden alten Fischmann, dann verschluckt mich dieser große Fisch und dann nervt mich der schnauzbärtige Kerl. Schon seit ich klein war, gerate ich ständig vom Regen in die Traufe. Das nenne ich einfach verkorkstes Leben. Mario, ich bin es, du weißt schon, der Ball. Kannst du mich hören? Die Bauchschmerzen haben aufgehört. Ich fühle mich fantastisch. Ich puste euch jetzt raus. Kürze, bevor wir ertrinken. Wusch! Ey, das bist ja du. Du bist der blöde Fisch, der mich aufgefressen hat. Du bleiköpfiger Depp. Ich dachte, ich wäre geliefert. Es tut mir schrecklich leid. Ich habe nur mit offenem Mund geschlafen. Nun, ich werde dieses eine Mal noch verzeihen, aber passt in Zukunft besser auf. Ich glaube, ich bin dir was schuldig. Danke nochmal, Herr Schnauzbart. Passt gut auf euch auf. Puh, ich fühle mich schon viel besser. Man sollte dich Dr. Mario nennen. Es muss doch eine Möglichkeit geben, mich kindlich zu zeigen. Ich hab's. Ich, der Thunfisch. Ich meine, ich, der Wal, bin ein sehr guter Schwimmer. Um dir zu danken, bringe ich dich, wohin du willst. Verzeih, dass ich gelauscht habe, aber sagtest du eben, wohin du willst? Mario, du alter Thunfisch-Dumpteur, begleite mich an die Gestande von Lava Lava Island. Das wird eine tolle Reise. Diese Insel muss einfach wunderbar sein. Vertraue meinen Instinkten. Mario, ich glaube, das Sternenkind hat gesagt, dass einer der Sterne auf Lava Lava Island festgehalten wird. Wir sollten dorthin gehen. Großer Wal, nimm uns mit. Juhu! Wie? Lava Lava Island? Natürlich weiß ich, wo es liegt, aber... Dort gibt es einen großen Vulkan und der steht kurz vor dem Ausbruch. Sehr gefährlich. Möchtet ihr trotzdem hin? Nun, okay, wenn ihr wollt. Sagt mir, wann ihr bereit seid. Ready as I am. Möchtest du nach Lava Lava Island? Ja. Möchte ich. Stopp, es ist doch aber auch völlig sicher, oder? Mach mal ein bisschen Platz. Okay, auf nach Lava Lava Island. Die See ruft uns. Ich kann nicht glauben, dass wir auf einem Thunfisch reiten. Mario, hast du schon mal darüber nachgedacht, wie seltsam das Leben sein kann? Ich schon.
Und damit starten wir in den großen weiten See mit Vogel. Auf in das nächste Abenteuer. In Kapitel 5 Aloha auf Lava Lava Island. Ganz schön tropisch hier. Wenn ihr wollt, dass ich euch nach Totton zurückbringe, dann fragt mich einfach. Ah nun, endlich geschafft, das ist also Lava Lava Island, unwerfend. Meine Güte, sieh doch Mario, dort am Horizont, der Gipfel des Lava Lava Berges. Triumphal, wir müssen los, Beeilung! Oh Junge, Schätze. Erstmal. Da ist was. Paralysiert alle Gegner, wenn es funktioniert. Ich sehe doch, dass dein weitergeht. Naja, irgendwann vielleicht. Ah, dann kann ich hier. Eine Kokosnuss. Wirf sie auf einen Gegner, okay. Wirf sie auf einen Gegner. Okay. Oh, bringt Herzen, aber ich glaube, ich bin noch voll. Bringt ihr alle Herzen oder bringt ihr auch Münzen? Ich glaube, die bringen auch Herzen. Ui. Warte, ich glaube, ich hole erstmal Gumbario zurück. Immerhin neue Gegner. Kokosnüsse. Ey, komm schon. Okay. Ja, Hilfe, Hilfe! Weiß, das war super gut synchronisiert und so. Kling, Glöckchen, klingelingeling und nochmal Kokosnuss. Komm ich denn da hoch? Achso, kannst du mal hochspringen. Ein Brief. Brief an Ego am Buchhusladen. Okay. Und also ein Elektrophysi. Autsch, Mario, du musst den anderen angreifen, Alter. Hast du ein Problem mit mir? Bist du vielleicht eifersüchtig? Ach, schön. Tropenfussi. Das ist ein Tropenfussi. Tropenfussi sind anderen Fussi sehr ähnlich, aber sie leben im Dschungel, daher der Name. Maximaler KP 7, Angriffskraft 2, Verteidigung 0. Sie klammern sich an dich, saugen dir die KP aus und laden sich damit selbst wieder auf, wie gemein. Die lassen dich so lange nicht los, bis du sie mit Hilfe des Action-Kommandos wieder abschüttelst. Manchmal teilen sie sich auch, lass sie uns besiegen, bevor sie die Chance dazu haben. Okay, einen kann ich ja so platt machen. Wie viele Erfahrungspunkte bringt ihr mir? War ja okay. Der Zauber reduziert den Schaden, den du einstecken musst. Ich möchte aber mehr Erfahrungspunkte. So, und dann bist du jetzt auch weg vom Fenster. Wenn nächster Level abkommt. Du hast mich gerettet. Vielen Dank, alter Freund. Nun, jetzt aber genug. Wir sollten uns zusammenreißen und weitermachen, ja? Okay. Mehr Kokosnüsse. Da gibt es nur Kokosnüsse. Und Geld. Und Sternsplitter. Yoshis Siedlung. Gott, hier ist irgendwo ein Sternsplitter. Kann überall sein.
Wo ist der Sternsplitter? Jetzt, Bubble, wo ist der Sternsplitter? Stimmt da. Oben. So viele Yoshis hier. Ich gehe mal davon aus, dass es da bei der Statue ist. Gib mir die Sternsplitter. So, dann reden wir jetzt mal mit den Yoshis. Fangen wir mit euch beiden an. Sei willkommen, Mario. Ich bin der Häuptling von Yoshis Siedlung. Ah, du bittest mich um Hilfe. Du möchtest zum Lava-Lava-Berg? Der Eingang zum Vulkan befindet sich im Dschungel, aber ist nun sehr schwer zu erreichen. Außerdem ist der Vulkan aktiv. Ich glaube, es ist zu gefährlich, jetzt dorthin zu gehen. Der Häuptling ist mein Freund. Ich meine, hallo, wie geht's dir? Aber egal, schon seit seiner Kindheit verfügt unser Häuptling über ein stark ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein. Als ich hörte, dass er zum Häuptling ernannt worden werden soll, hat mich das gar nicht überrascht. Eine Sekunde kurz, bin gleich wieder da. Okay, da bin ich auch schon wieder. Ich hoffe, das mit den Subscriber-Goal und New-Members-Goal oben stört euch nicht so ganz, war eigentlich für den Livestream gedacht. Aber jedes Mal die Szene zu wechseln wäre auch ein bisschen krass gewesen, deswegen. Mal gucken, wie ich das zukünftig handhabe, ob ich das wieder getrennt mache. Mal schauen. Hi, hallo, hallo, das hier ist Yoshis Siedlung. Der Lava-Lava-Berg? Dieser Vulkan befindet sich östlich unseres Dorfes. Aber man kann ihn unmöglich erreichen. Außerdem hat der Häuptling gesagt, dass es besser wäre, sich vom Berg fernzuhalten. Es sieht so aus, als würde er jeden Moment ausbrechen. Und jetzt zucken meine Katzen im Hintergrund herum. Hallo Mario, hast du schon die Abruxas getroffen? Sie leben in der Krone des höchsten Baumes im Dorf. Es gibt sehr viele von ihnen, aber sie kommen nie herunter. Außerdem sprechen sie eine sehr merkwürdige Sprache. Ganz schön mysteriös, was? Alle behaupten, sie seien die Schüler von Don Raphael, des Herrn dieser Insel, aber glaubst du das etwa? Ja, Glauben und Wissen sind zwei unterschiedliche Kisten, ne? Immer Kokosnüsse. Sieh an, hallo, wenn das nicht Mario ist, willkommen auf Lava Lava Island. Fast die gesamte Insel ist von dichtem Dschungel bewachsen. Aber das herrliche tropische Klima macht das unter- und wegsame Gelände mehr als nur wett. Lerne lesen. Hallöchen. Orakel der Sterne. Mario kommt auf diese Insel. Es ist seine Bestimmung, Don Raphael zu treffen. Bist du der Mario, von dem Don Raphael uns erzählt hat? Oh, wir wurden schon erwartet. Boing, ich bin auch noch wieder runter. Dann halt eben so, boing. Hier kommt höchstwahrscheinlich die Abkürzung. Wir sind die schrecklichen Fünf. Wo wir sind, da ist Action. Wir halten immer zusammen, auch wenn wir Ärger haben. Übrigens, heute ist der Tag, an dem wir unseren geheimen Plan in die Tat umsetzen. Das ist so cool. Nur wir fünf kennen den Plan und genauso muss es sein. Mehr kann ich dir nicht sagen. Oh Mann, bin ich aufgeregt. Hoffentlich finde ich viele leckere Früchte im Dschungel. Wir sind die schrecklichen Fünf von Yoshis Siedlung. Wir spielen Verstecken. Aber wir dürfen das Dorf nicht verlassen. Deswegen ist das Ganze ein bisschen langweilig. Ich will an einem größeren, viel aufregenderen Ort spielen. Und ich will den Dschungel sehen. Dort ist es nämlich gefährlich. Das wäre wirklich aufregend.
Alter, was ist los mit euch? Oh, das ist doch Mario. Du bist doch gerade auf einem Abenteuer, stimmt's? Wow, cool. Wer ist das denn? Ist das dein Partner? Oh Mann, ich wünschte, ich wäre es. Ein Traum würde in Erfüllung gehen. Grimanyoshi? Die Erwachsenen erlauben nicht, dass wir das Dorf verlassen. Also doch nicht. Sie sagen, draußen ist es zu gefährlich. Diese lästige alte Cheep Cheep da behält uns ständig im Auge. Sie lässt uns nicht mal in den Dschungel. Darüber sprechen wir noch. Wir, die schrecklichen Fünf, wir haben vor nichts Angst. Wie geht's dir, Mario? Hey, hast du schon mit dem Cheep Cheep da drüben gesprochen? Die ist hier als hervorragender Babysitter bekannt. Ihr Name ist Sushi. Sie passt auf die Kinder auf. Was würden wir nur ohne sie tun? Manchmal beschweren sich die Kinder zwar über sie, aber Kinder sind nun mal Kinder. Ach übrigens, ein Archäologe namens Colorado oder so ähnlich ging ganz alleine in den Dschungel. Er sagte, er wolle zum Lava-Lava-Berg, aber der Pfad endet auf halbem Weg. Ich frage mich, wie weit er wohl gekommen ist. Colorado war doch gerade noch hinter uns. Und dann reden wir erstmal mit Sushi. Heutzutage kommen nicht mehr viele Besucher. Ich würde ja gerne ein bisschen plaudern, aber ich habe alle Flossen voll zu tun. Ich passe auf die Jungs hier auf, damit sie nichts anstellen. Sie sind nämlich sehr, sehr ungezogen. Ich habe zwar noch keinen Beweis dafür, aber ich wette, dass sie gerade etwas aussagen, das tun sie in der Tat. Aber wenn sie glauben, sie könnten Sushi hinter das Licht führen, haben sie sich geschnitten. Oh, das ist ja Mario. Hey Mario, bist du auf der Suche nach Abenteuern? Wenn du willst, begleiten wir dich. Wenn die schrecklichen Fünf bei dir sind, musst du dich um nichts mehr Sorgen machen. Lass uns in den Dschungel gehen. Wir haben keine Angst. Wir können nur nicht gehen, weil diese nervige alte Cheep-Cheep uns immer davon abhält. Oh, willkommen. Nicht sehr viele Leute besuchen uns auf unserer Insel. Du musst wissen, dass der Dschungel jenseits der Siedlung äußerst gefährlich ist. Unsere Kinder dürfen da nicht ohne Aufsicht hingehen. Oh, übrigens, ich habe einen Koopa gesehen, der sich selbst Archäologe schimpft. Er lief in die andere Richtung. Hat irgendetwas darüber gebrabbelt, er müsste einen Weg in den Vulkan hineinfinden. Du weißt, wer sich in Gefahr begibt, kommt darin um. Wir sind die schrecklichen Fünf auf Yoshis Siedlung. Wir sind die besten Freunde. Wir sind zusammen, wenn wir spielen und wenn wir Ärger bekommen. Wir sind immer zusammen. Aber jetzt sind wir natürlich nicht zusammen, weil wir Verstecken spielen. Ich muss suchen. Ich hasse suchen. Ja. Dann such doch mal. Ist bestimmt ziemlich schwer. Hier ist ein Itemladen. Was gibt's denn so Schönes? Okay. Einmal hier dranhauen, bringt nichts. Dann einmal speichern. Da ist ein Totthaus. Aber wir sind ja eigentlich bis auf 2 PP gut geheilt. Deswegen würde ich sagen, lohnt sich jetzt aktuell noch nicht. Hefe oder Kokosnuss? Kokosnuss. Jag! Ik Hefe! Ach, nicht schon wieder. Er wird von Scheiger gehauen. Ach komm, er muss mal lernen. Er muss mal lernen. Eine Sekunde, meine Katzen prügeln sich. Immer am Rumtollen, die Katzen immer am Rumtollen, soll ich würde aber auch sagen. Wir haben schon 24 Minuten, dann mache ich noch den Kampf hier fertig und dann ist die Folge für heute auch so gut wie vorbei. Das ist ein Sperrgeist. Sperrgeist sind Verwandte der Scheigeist. Sie leben im Dschungel. Maximal KP 7, Angriffskraft 3, Verteidigung 0. Wenn der Sperr in deine Richtung zeigt und du mit dem Hammer angreifst, wirst du verletzt. Du solltest auch nicht auf sie springen, während der Speer noch oben zeigt. Pass genau auf die Ausrichtung der Speere auf, bevor du angreifst. Ach ja, manchmal rufen sie auf Verstärkung. Haben sie erst die Speere geschleudert, werden sie zu normalen Scheigeis. Okay, dann. Nummer Uno ist weg. Wie viele Erfahrungspunkte bringt ihr mir? Auch 2, okay. Und? Autsch. Muss erstmal den richtigen Timing finden zum Blocken. Außerdem lohnt sich das Totthaus nicht. Wir kriegen ja bald wieder ein Level. Oh, du hast mich schon wieder gerettet. Du bist unübertrefflich, Mario.
Und jetzt fühle ich mich, dass unser Ziel der Vulkan ganz in der Nähe ist. Lass uns weitermachen, solange der Kampfgeist noch in uns brennt. Ja, deinen Kampfgeist habe ich gerade gesehen. Okay, da machen wir nichts. Kann ich auch nichts machen? Ist hier noch was? Nö. Ist auch nichts. Auch nichts. Ach, Mario. Sieh dir das an. Hör dir das an. Das sieht doch aus wie der Eingang zum Vulkan, alter Junge. Irgendwo in diesem Vulkan sind die Schätze, nach denen ich suche. Ich wusste es. Die Geheimnisse einer alten Zivilisation. Und jetzt finde ich keinen Weg hinein. Das sieht nach einem üblen Problem aus. Aber ich werde nicht aufgeben. Ein guter Forscher hört niemals auf, Informationen zu sammeln. Lass uns ins Dorf zurückgehen und nach Hinweisen suchen. Es muss einen Weg hineingeben. Es muss. Komm, los jetzt. Das machen wir aber erst in der nächsten Folge. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss bis zum nächsten Mal bei Paper Mario 64. Bis dahin. Tüdelü.